Willkommen zu Part 1 von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das soll jetzt kein von der Qualität her gutes LP werden, aber dafür vom Skill her, da ich 200% machen werde, wir wählen ein neues Spiel aus. Und ja, Trosimon glaubt mir nicht, dass ich Skill habe. Oh shit, ich muss auch auf dem TV schauen, das habe ich ganz vergessen. Ich spiele mit Gamepad, weil ich keinen Bock habe, die Wii-Fernbedienung irgendwie zu holen oder so, oder zu schütteln. Hab Bock, gemütlich im Bett zu liegen. Und zu failen. Ja, ich hatte richtig Bock jetzt drauf, ein paar Wutanfälle zu haben. Die Grafik von dem Spiel ist mega geil. In den Cutscenes zumindest. Ja gut, ansonsten auch im Level-Design, im Hintergrund und so ist die Grafik auch mega geil. Ja, kann man sich nicht beschweren. Na gut, und ich werde das Beste daraus machen aus diesen 200%. Ihr habt schon bei den Spielständen gesehen, ich habe nur 150% auf einem Spielstand. Dieses Mal werden es allerdings 200%. Bei dem 150 Spielstand hatte ich nach einer Zeit einfach keine Lust mehr. Und dann dachte ich, ja komm, hole ich diese Gefühle einfach von den 200% in den LP rein. Weil das erste Mal 200% in Tropical Freeze. Ja, kann man sich schon ziemlich freuen. Würde ich mal sagen. Also ja, soll halt mehr auf Skill aufbauen als auf hochqualitative Thumbnails oder so, wie bei Paper Mario 2 übrigens. Komm, der Flex musste sein. Oder ich gebe mir echt Mühe mit den Paper Mario 2 Thumbnails. Komm schon. Da darf man auch mal flexen. Oh shit. Nicht mit Donkey Kong. Der lässt sich das nicht machen. Oh shit, die werden einfach von ihrem Zuhause weggeweht. An sich finde ich das Spiel eigentlich einfacher als Returns, aber was 200% angeht, würde ich dann doch lieber. Oder? Na, wenn ich überlege, würde ich doch lieber sagen, dass Tropical Freeze schwerer ist, aus dem Grund, dass man bei 200% keine Checkpoints, nur ein Leben, keinen Kong-Begleiter hat. Aber gut, man darf sich den Kong auswählen, wenigstens, das macht es ein bisschen fair. Und ja, mal sehen, was uns hier erwartet für ein skilliges LP. Auf jeden Fall werde ich auch noch ein paar Rekorde brechen in diesem komischen Speedrun-Modus da. Da werde ich sicher auch noch ein bisschen spielen. Ich habe da sehr viel Zeit mit das verbracht. Ich würde sagen, wir erkunden hier ein paar Secrets. Alter, die geile Musik muss lauter gestellt werden. Ich mag die Musik von Returns. Ja, die Musik ist geil. Ich bewege mich übrigens gerne sofort mit ein paar Rollen und Springen. Ja, die ganzen Puzzleteile kenne ich eigentlich noch größtenteils in Welt 4 wird es da schon mehr Probleme geben, weil ich in Welt 4 kaum eine Ahnung habe. Da habe ich nicht mal alle Puzzleteile gesammelt auf meinem 150% Account. Frag mich übrigens, wieso Nintendo keine 200% in Tropical Freeze hat. Weil ich meine, mit dem Funky-Modus wäre es gar nicht so schwer, obwohl dann hätte er das ganze Spiel nochmal spielen müssen, weil er ohne den Funky-Modus gespielt hat. Ja geil, ich hätte mich hier jetzt hochcheaten können, aber komm, wer braucht zum Cheaten? Ich will ein entspanntes LP jetzt haben, wo man durch und durch auch mal diesen Rage haben könnte. Warum ist es bei Donkey Kong normal? Hallo? Ja,
und dann wird Trosimon eingestehen müssen, dass ich besser bin. Vor allem, weil ich hier einen kleinen Trick kenne, um abzukürzen. Geil, ne? Man muss das eine Ding nicht mehr ziehen. Ja, ich habe das Level mit Gold gespeedrunnt mal. Ist allerdings schon länger her. Und wir wollen ja auch die Puzzleteile sammeln. Puzzleteil 3. Also so im Durchschnitt würde ich sagen, ich bin ungefähr gleich gut wie Domtendo, aber ja komm, man kann es jetzt als Angeberei sehen oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen alles bis hierher haben, oder? Also es gibt 3 Kongs, die man haben kann. Wir sollten uns hier unter Wasser noch mal ein bisschen umschauen. Kann überall was sein. Ach du Arschloch, der erste Treffer. Okay, der erste Treffer in Level 1, das ist traurig. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen spektakulärer vorgestellt, den ersten Treffer zu erhalten. Gut, wieder nur Bananen. Ja gut, also bei einem Speedrun würde man bei diesen Fässern, die gleich auftauchen, einfach nur A spammen müssen. Das habe ich selbst mal ausprobiert und es funktioniert halt echt. Warum die Münze nehmen wir mit? Auf Ehre. So, geil, stimmt's N. Aber Moment. Nur 5 von 9. Ach komm, was habe ich jetzt schon wieder übersehen in Level 1? Och, das ist so traurig, aber ich glaube, es kommen noch extrem viele Puzzleteile jetzt. Ja, hier wird wahrscheinlich noch eins sein. Nicht? Ah. Ja, ich hätte ehrlich gesagt gerne noch ein Herz. Was? Ups, ich habe aus Versehen L gedrückt anstatt Z. Oh. Ja geil, ich habe den Kong-Punch gerade aktiviert, den sollten wir eigentlich noch nicht machen zu dem Zeitpunkt. Das hier war, glaube ich, gar nicht so einfach. Obwohl, komm, wir sind kleine Sprünge machen und dann geht's. Ja, komm, das ist gar nicht so schwer. Sehr schön, 6 von 9. Könnte doch noch was werden. Ich hoffe jetzt halt nicht, dass ich hier pro Part nur ein Level schaffe. Muss mich halt, wie gesagt, hier überall umschauen. Ja, hier ist ein Bonusfass, die sollte man eigentlich kennen, deswegen erzähle ich dazu nichts. Das sollten die alle kennen, Mann. Wenn nicht, macht alle D-Abo, Mann. Leckt mich am Arsch, wenn ihr Bonusfass ja nicht kennt. Auch wenn ich Donkey Kong erst seit vor 7 Jahren habe ich, glaube ich, damit angefangen mit Returns. Da habe ich dann Level 1 nicht weiter, das ist ziemlich peinlich, aber ich war da 6 und habe einfach noch gar nichts kapiert. Ich konnte mir keine einzige Technik da merken mit dem Rollen oder sowas und dann kam ich einfach im ersten Level nicht weiter, nicht weil ich irgendwie zu scheiße war, aber ich war zu blöd dafür zu machen, was dieses Drecksschwein da unten sagt. Wisst ihr, was ich dann immer gemacht habe, anstatt zu trommeln? Gar nichts. Ich stand auf dieser komischen Plattform, wo man trommeln muss und habe gar nichts hinbekommen und wollt ihr mich verarschen?
Ich hoffe, dass hier noch zwei sind, ansonsten habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wie das mit dem LP werden soll. Ach Scheiße, was soll aus diesem LP werden, wenn ich jetzt erst ein Puzzleteil, wenn mir jetzt schon ein Puzzleteil fehlt? Jetzt ehrlich. Ach. Ja gut, ich würde sagen, das hole ich nach, wenn ich Sporks habe. Ich weiß jetzt echt nicht, wo das sein soll, also machen wir aber mal weiter. Der erste Part soll jetzt nicht suchen und so sein. Der erste Part soll einfach nur Einführung ins Spiel. Alle Elemente zeigen, die ja in 20 Minuten reinpassen. Und somit auch das zweite Level mal. Bruchstrandung. In dem Level hatte ich, glaube ich, ja, Probleme damit, Gold zu bekommen. Und das habe ich auch bis heute noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nie bekommen, aber. Ah, Fuß juckt. Wieso juckt er so? Okay, das sollte ich vielleicht nicht euch fragen. Wieder neun Puzzleteile. Es kann. Oh shit, Bombe. Bombenkrank. Der Joke mit Bombenkrank musste jetzt sein. Auch jetzt miaut meine Katze. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie miaut seit kurzem gerade. Die ganze Zeit. Und die ist nicht irgendwie dazu in der Lage, schwanger zu sein. Ah, die Level in der ersten Welt sind einfach so schön beruhigend, aber ich habe dieses Projekt gestartet, um ein bisschen Rage-Momente zu bekommen. Also soll es auch darum gehen. Und wir bekommen Dixie. Yay. Ja, ich habe gehört, Nintendo mag die ziemlich. Ach du Arschloch, der hat einfach Dixie mal in die Fresse geschlagen. Ein Bonus, okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, ich dachte irgendein anderer Ort. Nein. Gib mir die Banane. Oh. Okay, jetzt habe ich gerade ziemlich Angst, dass er auf mich zukommt, wenn ich allein in diesem Bonus nicht schon verkackt. Komm schon, sammel die ein. Okay, das war nicht besonders sicher, wie ich hier gespielt habe, aber sei es drum. Ich würde einfach nur sagen, let's go. Also wie gesagt, das LP soll mehr auf Skill gehen und nicht auf andere sonstige Sachen. Den Haien können wir nicht schaden, aber sie uns, also die lieber mal ignorieren und hier ist es so anscheinend. Ja, geil, haben sie auch voll geheilt. Ey, da hoch kann man. Das sehe ich, ich bin kein Blindfisch. Ja, 4 von 9 und beim O bereits. Ist, denke ich, ganz gut. Ich glaube, hier konnte man sogar hoch, oder? Nee. Allerdings werdet ihr erst bei den Speedruns sehen, wenn ich überhaupt die mache. Wie ich abgehen kann. In den alten Donkey Kong Spielen kann ich gar nichts. Da will ich ehrlich sein, da habe ich null Skill. Da ist es hier schon besser und das ist übrigens das erste 2D Jump'n'Run, wo ich spiele. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja, überall muss ich unter Wasser abchecken, ob hier irgendwas ist. Nächstes Jahr habe ich halt Zeit verschwendet. Hier ist aber was. Okay, aber nichts Besonderes. Ach so, übrigens. Ach, ich wollte euch gerade was zeigen, aber es geht nicht. Man kann nämlich übers Wasser rollen. Ist auch ein kleiner Trick, den Speedrunner verwenden.
Weil ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne noch schauen, ob ich irgendwas finde. Und die muss man safe einsammeln. Es gibt auch Puzzleteile dafür, wenn man bestimmte Bananen einsammelt. Aber das sollte eigentlich auch jeder kennen. 6 von 9, geil. Und hier ist das N. Vielleicht erreiche ich ja wenigstens in diesem Level alle Puzzleteile. Okay, hier gibt es keins, aber 6 Münzen sind auch nicht schlecht. Will ich mich nicht beklagen. Den können wir mit 3 Rollen besiegen. Hier gehen wir am besten auch direkt runter. Och du ekliger Hai, aber ich hab's Puzzleteil, leck mich. Ich hasse diese Haie. Wie krass sie sich einfach fühlen, sind so hässlich. Nein! Ja gut, hier führt ein Weg in Secret Level anscheinend. Ja, genau. Ja gut. Ich wurde gerade unterbrochen, mal wieder. Ich habe Nein gesagt. Und trotzdem kommt sie rein. Ist unglaublich, aber ich würde sagen, wir gehen wieder zurück, da ich den Secret Exit lieber später hole, da ich jetzt schon kurz vorm Geh bin und es dann doch lieber nochmal einsammle. Macht Sinn, oder? Ich glaube, die letzten zwei Puzzleteile gab es hier noch. Ich hoffe es einfach mal. Oh nein, die hier musste man einsammeln. Nein! 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 Ja! Geh! Geh, sehr schön. Ach, Dornmann. Ist hier Puzzleteil Nummer. Nein! Gib mir das letzte Puzzleteil. Mir fehlt ein Puzzleteil in beiden Leveln. Ja, geil. Dieser Part war gar nicht erfolgreich. Ja gut, aber wir können uns jetzt Squawks kaufen und davon nehme ich am besten genug mit, weil es kann nicht sein, dass mir im ersten Level so viele fehlen. Das kann echt nicht sein. Ihr müsst mir das nicht in die Kommentare schreiben, das wird aber eh niemand machen. Von dem her, ja, muss ich das gar nicht erwähnen, was ich gerade gemacht habe, aber egal. Oder wie viel kostet denn der Gute? Wenigstens die KONG-Buchstaben, damit bin ich auch zufrieden. Yo Kong, willkommen in Funkys Krimskramskiste, hier lässt sich's am besten shoppen. 10, na, ist in Ordnung, da kaufe ich am besten so viel wie geht. Dann würde ich sagen, im nächsten Part holen wir die nach und tun noch ein Level spielen. Also seid auch da dabei, bis dahin, ciao.